Ja, gut, wir suchen natürlich eben, wie gesagt, eigentlich grundsätzlich dort, wo man auch retten kann. Ja. Weil wenn man nicht kann retten, bringt es nichts, wenn du eine Lebendortung hast. Das ist ja noch viel verreckter, eigentlich. Weil wenn du dann wirklich weißt, dort ist jemand, dann kannst du nicht einmal reingehen und retten. Gut 1,5 Monate ist es her. Am 6. Februar war die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. 50'000 Menschen sind dabei gestorben, über 50'000 Menschen. Es gibt aber auch Leute, die lebend aus den Trümmern geborgen worden sind. Und ein Verein, der dort dabei geholfen hat, ist der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde REDOG. Und bei einer Übung von diesem Verein dürfen wir heute mit dabei sein. Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo. Hallo. Lara. Jan, freut mich. Haben da so verschiedene, wie, also Untergründe, sage ich jetzt mal, so genau, Stein, Sand, also Holz? Haben, ja, Holz haben wir heute nur ein bisschen, weil er einfach sonst zu gefährlich ist, von der Neigung her. Ja. Dann haben wir hier, so eine Art Kies, der aus dem Abbruch rauskommt. Das ist auch für uns noch interessant wegen der Geschmäcker. Und hinten dran haben wir noch das Gelände, wo es mit der Witterung, die man einrichtet, wo es dann schwierig ist, je nachdem, wie die Witterung kommt. Es ist schwierig, um reelle Erdbebensituationen Trümmer abzubilden. Weil es ist ja nicht nur Stein oder Holz oder Kies oder Armierungseisen oder etwas. Es ist auch noch der Kühlschrank, der offen ist. Es ist noch der Pass, der dort liegt, das Geschirr, das Bett, das Sofa. Ja, und das, wo man halt nicht trainieren könnte, sind halt auch die gleichen, die dort halt einfach sind. Mhm. Der Geschmack. Da können wir nicht wirklich gut trainieren. Da. Ja, also dass es schwieriger ist für die Hunde, weil es verschiedene Geschmäcker hat? Ja, es ist natürlich viel schwieriger. Wie ist das, wenn man eigentlich so lange auf den Ernstfall trainiert und dann ist man dort? Wenn man dort mal ist, dann schafft man. Dann kann man das umsetzen, was man gelernt hat. Der Weg dort hin war ein anderer Fall. Also dann denkt man, ja, schaffe ich das, kann ich das und wie wird das sein? Ich kenne ja nichts, man kommt eigentlich in eine unbekannte Situation rein. Aber wenn man dort ist, dann geht es. Mhm. Ja. Und wie, also ich nehme nicht an, dass da jemand irgendwie vergraben, oder wird irgendein Tuch vergraben? Wir suchen nach lebender menschlicher Witterung. Und ja, wir bauen eigentlich so Hohlräume in jedem Training, wo wir die Leute eigentlich drin verstecken. Und die sind dann nachher dort drin. Das ist ja so. Der Mensch will ja lebend finden, also darum sind wir halt auch lebend vergraben. Und wie trainiert man einen Hund, dass er Leb findet? Ja, man fängt eigentlich ganz klein an. Also es ist natürlich so wie jede Ausbildung, von klein nach gross. Und viele Sachen einzeln trainieren und dann alles zusammenfügen am Schluss. Also es ist, wir fangen ganz einfach an, dass einer vielleicht hinter so einer Wand hockt und dann schaut noch eine Hand oder irgendetwas raus. Dann haben wir so Windindikatoren. So ist er, vielleicht kommt er jetzt zu mir oder zu dir. Mm. Oder siehst. So geht nachher die menschliche Witterung auch durch. Das heisst, wenn wir anfangen, tun wir den Menschen so an, dass nachher der Wind so geht und dort tun wir den Hund ansetzen. Dass er lernt eigentlich mit dieser Witterung zum Menschen anzugehen. Es gibt ja auch so gewisse Bilder, die einem so ein bleiben. Also ich erinnere mich an das Bild, wo einer die Hand von einer hebt in den Trümmern oder wo einer mit einem kleinen Baby kommt. Gibt es auch so Bilder, die sich eingebrannt haben in deinen Kopf? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war in der Equipe, die das 4-monatige Kind rausgeholt hat. Und das ist natürlich schon, also das sind Emotionen pur. Das lebende Kind und dann halt einfach auch die Mutter wollen hinten dran holen, weil man gewusst, sie lebt. Also dort habe ich den Sichtkontakt gehabt. Traurig dort, der 11-jährige Bub, wo sie gesagt hat, sie hätte noch Kontakt gehabt mit ihm. Und dort haben wir nur eine Todortung gehabt. Wir fangen mit dem Hund sicher hier an. Da ist jetzt, weil Holz ist immer so etwas vom Schwierigsten. Oder mit den vielen Sachen, die sich bewegen, mit der Witterung, allem drum und dran. Und darum tun wir jetzt hier noch eine Stufe retour.
Wenn sie es jetzt gut gemacht hat, tun wir nachher noch rum und dann machen wir es nochmal und gehen nochmal eine Stufe weiter rum. Sie hat es jetzt wirklich gut gemacht, sicher auf dem Untergrund, alles drum und dran. Und sie tut den, oder der Figurant, sagen wir dem, tut den Hund jetzt futtern, dass er dort bestätigt eigentlich bekommt. Und wenn sie nachher dort ist, gibt er das Tierli. Ja, wenn man jetzt hier so auf dem Trainingsgelände ist und die Sonne scheint so schön, es ist so schön warm Wetter, habe ich das Gefühl, dass bei vielen die Erdbebenkatastrophe auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wie ist es bei dir, also, wenn du zurückdenkst? Ja, ist immer noch präsent natürlich. Ja. Bei uns oder bei mir ist es ein sehr grosses Ereignis und Erlebnis. Also Erlebnis kann man nicht sagen, aber ein sehr grosses Ereignis gewesen. Und ja, wir sind immer noch in der Nachbearbeitung dran. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade letztes Wochenende haben wir noch ein Debriefing gehabt mit unserer Equipe. Ja, es ist immer noch, bei uns ist es immer noch präsent, aber die Schnelllebigkeit von der heutigen Zeit hat es natürlich schon einen grossen Teil verdrängt. Und wenn du so zurückschaust auf den Einsatz, was sind so für Eindrücke, die bleiben? Für mich, ganz persönlich, das ist zum Teil die Trauer der Leute ganz am Anfang. Die ist heftig gewesen, zu sehen. Dann auch, dass die Leute, die sind wirklich alle auf der Straße gewesen, die sind nirgends mehr her können. Und wenn es noch Baby war, dann haben alle Angst gehabt, weil es hat ja noch halbstehende Gebäude gehabt. Das ist schon etwas, wo einem nachgegangen ist. Der Moment, wo wir die ersten Funk hatten, war natürlich wieder ein absolutes Highlight gewesen, wo man wirklich motiviert worden ist, wo man Freude hatte und dachte, ja, super, oder? Und wo es den ersten Kontakt gegeben hat zu den Leuten, die er angezeigt hat, war auch ein bombastischer Moment gewesen. Und für Leute, eben, man sieht zwar die Bilder im Fernsehen, aber man kann wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, was dort abläuft, wenn man, oder weißt? Nein, gar nicht. Also, das ist etwas, was man nur nachvollziehen kann, wenn man es selber erlebt hat. Also, die Geschmäcker, die Verzweiflung wirklich spüren von diesen Leuten, die immense Zerstörung, die Leichen, die überall oder wo rumliegen, also rumliegen, da schön mit einem Leichensack oder so rausgenommen werden. Ja, also wenn man Glück hat, hat es einen Leichensack. Diese Sachen, die sind schon, die kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber dort war. Oder noch schwierig. Ja, ihr macht das Ganze freiwillig, das ist ein freiwilliger Einsatz von euch. Kann man euch auch irgendwie unterstützen, falls jetzt jemand lasst und gerne wird da? Ja, das kann man. Bei uns auf der Homepage gibt es, also wir in der Ostschweiz haben gerade Patenhunde aufgeschaltet. Also da kann man für über 100 Franken Paten von einem Hundeteam werden. Das geht eigentlich dann direkt 80% an den Hundeführer selber und 20% gehen indirekt an Hundeführer, das geht dann in die Regionalkasse, wo man dann Weiterbildungen, Schulungen und so investiert. Dann kann man natürlich alles mit Spenden unterstützen. Ja. Es war sehr spannend, zu sehen, wie die Hunde auf so den Ernstfall vorbereitet werden und auch zu hören, was die Hundeführer in der Türkei erlebt haben. Das ist wirklich eindrücklich. Im Podcast-Gespräch zu dem Video dazu habe ich auch noch mit der Leiterin der Katastrophenhilfe vom Schweizerischen Roten Kreuz geredet. Und sie redet ein bisschen darum, wie es jetzt in der Türkei und vor allem auch in Syrien weitergeht, wie der Wiederaufbau stattfindet und welche Hilfe das noch brauchen können. Den verlinken wir euch unten dran noch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch noch Gefällt mir oder schreibt einen Kommentar dazu.